Ja, hallo liebe Videofreunde. Es ist der nächste Tag. Wir haben auf dem Stellplatz Will Rodney in Marazion sehr gut übernachtet, gut geschlafen. Und ja, hat ja alles gestern super geklappt. War ja auch so niedlich mit dem Empfang von Dalton, dass er da so ein bisschen Leckerchen und Tütchen da bekommen hat. Das war ja auch so putzig gemacht. Habt ihr ja gesehen. Und nee, wir haben wirklich gut hier übernachtet, war ruhig, haben gut geschlafen. Danach hat es ein bisschen geregnet. Es gibt hier eine Küche und dort habt ihr auch eine Mikrowelle, ne? Backofen nicht, ne? Mikrowelle. Und Waschmaschine, Trockner, dann gibt es einen kleinen Einkaufsladen, gell? Ja. Und dann gibt es ein kleines Schwimmbad hier sogar. Und leider war es gestern zu spät. Ich wäre gestern Abend gerne ein bisschen schwimmen gegangen, aber es hatte dann am Sonntag schon zu, macht am Sonntag um 17.30 Uhr zu. Und wir waren kurz vor 17 Uhr hier. Es war leider zu spät. Und ja, Toiletten, alles picobello sauber, Duschen, alles sauber. In jeder Dusche steht Desinfektionsmittel, auf jeder Toilette steht Desinfektionsmittel, an jedem Waschbecken steht das. Alles sehr sauber und sehr ordentlich, gut geführt und mit 25 Pfund pro Nacht auch ein ganz annehmbarer Preis, ne? Ja. Kann man nicht meckern. Also war sehr, sehr schön, ist sehr zu empfehlen, allerdings sehr klein. Der Campingplatz besteht mehr aus Wohnmobilheimen, aus Dauercampern. Das ist ja hier oft so. Also man muss schon vorher anrufen, wenn er hierher fährt, dass er da ein Plätzchen noch ergattern könnt. So viel Platz haben sie hier nicht, aber jetzt außerhalb der Saison hatten wir halt Glück gehabt. Wir waren jetzt auf den St. Michael. Der Michael war auf dem St. Michael. Ja, war ganz schön. Wir mal rübergelaufen. Man kommt aber nicht weiter oben. Man war jetzt nur bis zum Kaffee offen. War schön. Tolles Wetter heute. Leider ein bisschen windig. Wir können nicht die Drohne steigen lassen. Ich wäre so gern mal um das Ding rum geflogen. Aber es geht nicht. Nee. Zu windig, schade. Weil jetzt kann man auch gar keine schönen Bilder machen, weil das gegen die Sonne ist. Ne? Die Sonne steht direkt dahinter. Ja, schade. Ist echt schade. So wäre es schön, da hätte man mal von der anderen Seite mit der Drohne fotografieren können, aber geht leider nicht. So, jetzt geht's weiter zu unserem vorletzten Ziel. Das ist der Lizard Point. Die südlichste Spitze von Südengland. Oder von England, ja, genau. Ja, da fahren wir jetzt hin. Beim Kaffee konnte ich natürlich nicht widerstehen. Und musste mir was gönnen. Oh, hat gut geschmeckt. Das war so ein, ja, so ein gesunder Kuchen mit Haferflocken und ich glaube, der war auch glutenfrei mit Rosinen. Also es hat sehr gut geschmeckt, war auch nicht so süß. War lecker. Und dann haben wir uns noch einen Kaffee geteilt.
Das ist so verführerisch hier. Hier gibt es so viel schönes, süßes Zeug. Früher habe ich nie süß gegessen, ey. Da muss ich wieder weg von. Alles schön dreckig. Nicht richtig. Es ist nicht richtig. So, jetzt. Na denn. Jetzt haben wir es. Wir sind ganz allein. Jo. Hier ist kein Mensch. Da sind die Toiletten wahrscheinlich. Da hinten. Können wir mal eine Runde rumfahren? Schöne Aussicht haben wir. Ja. Bis ich auf die Kuhscheiße aufpassen. Den Hund wird's freuen. Hier kann er. Ich glaube, das sind die Duschen. Da unten ist die Toiletten. Was ist das? Was steht da dran? Ne? Diese Dinger sind nur für die. Ich hoffe, wir sind nur richtig Platz hier.
verkehrt. Nein. So, liebe Videofreunde, wir sind hier angekommen nach einer Fahrerei. Oh. Das ist so eng. Und die kommen halt manchmal auch so um die Kurven. Du kannst das ja nicht einblicken. Michael ist schon gleich gar nicht, weil der ja auf der verkehrten Seite sitzt. Also guck ich mal so weit, wie es geht, rüber. Aber da sind manchmal Situationen, also das erfordert mir und auch Michael natürlich sowieso auch, alles ab, ne? Oh. Aber wir haben es geschafft und stehen hier ganz allein auf einem riesengroßen Feld. Und das Meer vor uns, leider nicht auf der Seite, wo die Sonne untergeht, aber egal. Es ist schön, es ist so beim Bauern, es ist so bei so einer, bei einem Bauernhof. Und kostet jetzt 20 Pfund. Es gibt da Trockentrenntoiletten. Also früher waren es Plumpsklo, jetzt gibt es halt Trockentrenntoiletten. Da müsste man sich dann halt ein bisschen sauber machen, aber ansonsten alles in Ordnung. Und Duschen gibt es auch, aber Außenduschen natürlich. Ne? Ja, also soweit alles gut. Und jetzt gibt es mal schnell Essen. Michael will noch schnell grillen jetzt. Und wir haben versucht, vorhin noch einen Teeshop zu finden oder einen Teeroom, aber das war leider nicht möglich. Es hatte wirklich alles dann zu. Wir waren dann wieder mal zu spät und alle Teerooms und alle Gaststätten hatten zu, also müssen wir jetzt kochen. Ja, ja, das ist oder halt grillen. An dem Ort hier ist das so, jetzt um die Jahreszeit. Ja. Wo woanders gewesen wäre, wenn das nicht. Ja, ja, aber es hat trotzdem alles zu. Ja. Wir waren in, ich glaube, 3 oder 4 Lokalen und haben gerade alles dicht gemacht, wo wir dann angekommen sind. Aber eher wollten wir halt auch nicht, da hatten wir auch noch keinen Hunger gehabt und waren ja auch unterwegs gewesen und war halt einfach dann zu spät. Also müssen wir jetzt grillen und kochen und jetzt geht's los. Was möchtest du von mir? Feuerzeug, Zange. Salz und Pfeffer können wir jetzt zum Schluss gucken mal. Ist ja eh noch gefroren. So. Zange. Feuerzeug. Pfeffer? Ja. Brauchst du das jetzt hier nicht rüber? Ich hab, glaube ich, noch Pfeffer kann ich gleich mal hier. Ja, das hole ich mir dann. Ich mache hier erst den Schluss. Ja gut, dann lass mir den Pfeffer hier, Salz habe ich ja noch da. Ja, eigentlich wollten wir es uns gut gehen lassen. Ich habe immer noch keine Tea Time gemacht. Ich wollte unbedingt mal so ein Tea Time machen, das ist ja richtiges Essen hier. Wir haben immer noch nicht, sind noch nicht dazu gekommen, jetzt haben wir noch 2 Tage. Und ich glaube, ich fahre nicht nach Hause, bevor ich nicht mindestens einmal mein Tea Time gemacht habe. Das soll nämlich sehr, sehr gut sein. Müssen wir mal gucken, dass wir das morgen hinkriegen. Wird das was? Ich will es hoffen. Langsam muss es. Da ist das Meer. Herrlichen Sonnenuntergang. Noch die letzten Minuten genießen. Wir stehen schon schön hier. Also es hat sich schon gelohnt, aber es war eine Herausforderung. Und weil Karin uns total verkehrt geschickt hat. Das habe ich ja auch schon gehabt. Ich war ja auch schon 2 Mal auf dem Deich. Jetzt wollten wir mal so schön hier die Drohne steigen lassen, weil hier würde sich das ja wirklich mal anbieten. Mit einem schönen Sonnenuntergang. Und was ist? Sie startet nicht, weil hier ist Flugverbotszone.
Und dann startet die nicht? Nein, kannst du nicht mal den Motor anmachen. Das ist ja auch ein Ding, wa? Das ist extra so gemacht. Ja, hier ist so ein... Geh mal weg. Unser Hund versucht alles aufzufressen, auch die Folie hatten wir schon mal. Mit inklusive Folie und dann Notabbrechen. Oh, du musst überall aufpassen bei dem. Ja, auf jeden Fall startet die nicht, leider. Schade, das hätte sich jetzt mal hier so richtig angeboten. Aus! Hier, guckt euch den an. Von dem Ding da weg. Wer nicht hören will, muss fühlen. Also muss er rein. Das brauche ich nicht nochmal. Daran darf ich gar nicht denken, wo ich mit dem zum Arzt musste und der alles auskotzen musste. Es war nicht lustig. Und jetzt habe ich, seitdem ist der Müll im Schrank drin, so dass er nicht mehr rankommen kann. Der frisst alles. Alles. Egal, was der findet. Der frisst alles. Ganz so schlimm bin ich nicht. Naja, aus dem Müll frisst du nicht, oder? Aber ansonsten... Das ist auch nicht wahr. Ich esse auch nicht alles. Aber ich esse gerne. Und was braucht ja der Mensch im Alter? Essen ist die Erotik im Alter. Mach dir mal Gedanken. Gibt dir gleich Erotik. Krieg ich gleich ein bisschen Erotik auf dem Teller serviert? Reichlich. Reichlich. Da wird es mir ja heute gut gehen, wa? Da wirst du fix und fertig sein. Danach. Da schauen wir erstmal, ob ich danach fix und fertig bin. Bei uns gibt's jetzt heute Tomatensoße mit ein bisschen Hundefleisch aus der Dose. Warum? Ich habe hier gerade einen Schrei abgelassen. Ich habe gerade mit dem Hundelöffel, wo ich das Dosenfutter rausgenommen habe, ungewaschen, wohlgemerkt, jetzt ist er gewaschen, der war ungewaschen, habe ich schön meine Frühlingszwiebeln reingeschoben damit. Also es durfte ein bisschen Hundefutter mit dabei sein. Naja, wir werden davon nicht sterben. Vielleicht ist es ja die besondere Note.